Welche Arten von Arbeitslosigkeit gibt es? Arten von Arbeitslosigkeit. Mit anderen Worten, wir sehen schon an der Fragestellung, Arbeitslosigkeit ist volkswirtschaftlich betrachtet nicht gleich Arbeitslosigkeit. Für den, der betroffen ist, ist es, naja, macht es keinen so großen Unterschied. Aber volkswirtschaftlich unterscheiden wir in der Tat vier Arten von Arbeitslosigkeit. Jetzt nicht aus Sicht des Individuums, sondern aus Sicht der Volkswirtschaft. Man unterscheidet, also Strukturzahl 4, saisonale Arbeitslosigkeit. Ich werde das gleich noch ein bisschen erläutern, aber zunächst mal die vier nennen. Friktionale, konjunkturelle und strukturelle. Immer Arbeitslosigkeit dahinter, ne? Habe ich mir jetzt gespart. Saisonale Arbeitslosigkeit, friktionale, konjunkturelle und strukturelle Arbeitslosigkeit. Ich will es kurz erläutern, obwohl es hier gar nicht gefragt war in der Aufgabenstellung. Saisonale Arbeitslosigkeit, da merkt man sich einfach die Jahreszeiten Sommer und Winter. Ja, zum Beispiel in der Gastronomie gibt es eine ausgesprochene Sommersaison, zumindest jetzt hier in Zentraleuropa, wenn es schön ist und die Tische rausgestellt werden. Dann braucht man auch mehr Personal. Im Winter fällt das alles weg. Baugewerbe ist auch so ein typisches Saisongeschäft. Im Sommer bei schönem Wetter kann man natürlich mehr machen, auch draußen am Bau, als im Winter unter bestimmten verschärften Witterungsbedingungen. Friktionale, da merkt man sich einfach das Wort Reibung. Also bei der saisonalen denkt man einfach an die Jahreszeiten Sommer und Winter. Bei der friktionalen denkt man an Reibung, denn Friktion bedeutet Reibung. Friktionale Arbeitslosigkeit ist Übergangsarbeitslosigkeit. Es ist eine sehr harmlose Form der Arbeitslosigkeit. Ja, saisonal ist unvermeidlich, friktional ist harmlos. Im Grunde geht die Dramatik von links nach rechts. Also je weiter wir nach rechts hier rüberkommen, desto dramatischer wird die Arbeitslosigkeit, desto schlimmer ist das für eine Volkswirtschaft. Friktionale Arbeitslosigkeit bedeutet, dass in einer Volkswirtschaft die Zahnräder nie völlig reibungslos ineinander greifen. Da wird jemand Ende März arbeitslos und meldet sich dann arbeitslos entsprechend auch und zum 1. November hat er wieder eine Stelle. Ja, Übergangsarbeitslosigkeit. Konjunkturelle Arbeitslosigkeit, nun, das hat mit dem Konjunkturzyklus zu tun. Da merken wir uns, Konjunktur ist ja das Auf und Ab der Wirtschaft. Und in einer Abschwungphase ist tendenziell die Arbeitslosigkeit höher als in einer Aufschwungphase. Und strukturelle Arbeitslosigkeit hat mit einem fundamentalen, also strukturellen Missverhältnis zu tun zwischen dem, was angeboten wird, genauer gesagt zwischen dem, was die Leute die Arbeit suchen können und dem, was die Wirtschaft braucht. Ja, ein fundamentales Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage. Und es gibt auch Leute, die sagen, es hat auch mit gesetzlichen Strukturen zu tun. Es gibt natürlich eine Form der Gesetzgebung, die es schwierig macht, Leute zu entlassen, wie tendenziell bei uns. Und dementsprechend, wenn es sehr schwer ist, jemanden wieder zu entlassen, ist man auch zurückhaltender, Leute einzustellen. Als wenn man da lockerere Gesetze oder Vorschriften hat, dann stellt man jemanden ein, weil man weiß, man kann sich auch problemlos wieder von ihm trennen. Auch das hat mit Strukturen zu tun. Okay, im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang zu buchen braucht. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.